revenge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist der Goodie und hier sind die PS4-News zur Mitte der Woche. Und wir beginnen heute direkt mit The Search. The Search habe ich euch schon mal, glaube ich, empfohlen gehabt. Oder besser gesagt, empfohlen nicht, wir wollen nicht übertreiben. Ne? Ich habe nur gesagt, habt ein Auge drauf, nettes Spiel. Wer halt Spiele im Sinne von Dark Souls mag, das sind die Jungs von Deck 13, die auch Lords of the Fallen gemacht haben. The Search hat nun Goldstatus, wird dementsprechend pünktlich am 16.05. nächsten Monat erscheinen. Und was das Schöne ist, auf GameSpot gab es eine Stunde Gameplay. Normalerweise bin ich kein Fan von Gameplay, bevor ich ein Spiel spiele. Ich muss auch sagen, dass ich mich relativ schnell durchgeswitcht habe. Ganz einfach deswegen, ich habe bereits vorbestellt, ich werde die Vorbestellung nicht ändern. Lasse mich überraschen. Euch aber, wenn ihr sagt, Mensch, The Search, habe ich da Bock drauf? Schaut es euch vielleicht an, weil ich finde, also so eine Stunde Gameplay ist natürlich relativ geil, um ein bisschen zu sehen, wie läuft der Kampf ab, wie ist das mit dem Inventarsystem, wie ist das ganze Interface aufgebaut und so. Ist ja immer eigentlich auch sehr, sehr interessant und sehr wichtig letztendlich für, wie gefällt mir das Spiel. Deswegen der Hinweis, dort gibt es eine Stunde Gameplay und dann natürlich auch PS4 Pro-Besitzer. Was gibt es für euch, was ist obendrauf mit drin? Logisch, das Spiel gibt es dann auch in 4K und 30 Frames oder halt in 60 Frames und 1080p. HDR soll nachgeliefert werden, ist momentan nicht mit an Bord, soll wie gesagt kommen. Also 1080p 60 auf der PS4 Pro oder 4K und 30 Frames. The Search am 16.05. Ja, aber am 16.05. kommt nicht nur The Search, da kommt auch Farpoint. Farpoint, der nächste Grund, wieder den Staub herunterzuholen von der VR-Brille, wenn ihr denn eine habt und wenn ihr überhaupt Staub drauf habt, war jetzt eben gerade ein bisschen flapsig formuliert. Aber es sind ja nicht so wahnsinnig viele Titel, die einen immer sagen, oh, ey, muss ich unbedingt jetzt zocken, was weiß ich. Robinson's Journey ist natürlich geil. Ich finde Eagle Flight auch wahnsinnig geil. Und jetzt kommt halt Farpoint, Shooter, es gibt auch so eine nette Lightgun auf alle Fälle für Farpoint im Bundle mit Lightgun und Spiel. Das Ganze für 99,95 erscheint, wie gesagt, am 16.05. Soll auch von der Story her gar nicht mal so schlecht sein, soll so wirklich so ein bisschen auch ein in die Story hineinziehen, statt einfach nur so ein Rail-Shooter zu sein, weil das ist das kleine Problem. Natürlich, wenn es VR ist und ihr so eine Lightgun habt, dann gibt es natürlich nur Gegner dort, ne? Nicht dort. Wäre ja gemein, ne? Weil ihr könnt euch ja nicht umdrehen und schießen, weil ihr müsst ja in Richtung der PlayStation-Kamera schießen, damit das Ganze erkannt wird. Das ist der Moment, wo VR, wo man einfach merkt, es sind dann doch noch Kinderschuhe, ne? Da muss wirklich so ein, ja, wie Vive hat es, glaube ich, ne? Diesen Raum wirklich, so einen kompletten Raum abbildet, wo eure Position wirklich festgestellt werden kann und wo man sich dann halt auch mal drehen kann. Das ist hier natürlich nicht der Fall, aber trotzdem macht es natürlich immer wieder Spaß. Und Farpoint ist wohl, denke ich mal, einer der besseren Titel. Also am 16.05. entweder The Search kaufen oder Farpoint kaufen oder, ja, oder einfach generell, keine Ahnung, irgendwas anderes zocken. Irgendwas gibt es ja immer. Das sind auf alle Fälle zwei Titel, die im Mai kommen. Aber es kommt auch noch, richtig, am 5.5. natürlich bereits vorher der Pflichtkauf, wahrscheinlich ganz einfach Prey. Prey kommt natürlich bereits am 5.5. und auch dort gab es wieder ein neues Video und zwar zur Raumstation, wo ja die ganzen Geschehnisse stattfinden innerhalb Preys. Und das Ding sieht geil aus, sie zeigen uns so ein bisschen, was alles für ein Prunk da mit hochgebracht wurde, warum diese Raumstation halt so mega geil halt auch aussieht und die Labore und. Also wirklich sehr interessant gemacht und vor allem auch wieder spoilerfrei genug, dass es einfach nur Spaß auf das Spiel macht. Also jetzt Talos 1 in näherer Betrachtung von Bethesda für Prey am 5.5. Und dann gab es auch wieder neue Bilder zu Crash Bandicoot. Der Beuteldachs, ne? Was ein Beuteldachs? Ich glaube, ne? Kommt ja am 30.06.
Ende Juni also auf die PlayStation zurück, und zwar Crash Bandicoot 1 und 2 und Crash Bandicoot Warped. Alle drei in einem Paket, genannt die Insane Trilogie, und ich freue mich riesig drauf, weil Crash war einfach geil und Crash ist Kult, und es gab neue Bilder zum fünften Level aus dem ersten Teil. Das Ding hieß Upstream. Auf YouTube, schaut einfach mal nach. Ich denke, wird schon ein recht cooler Titel, der uns da ja so Anfang des Sommerlochs erwartet. Ja, dann ein Spiel, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Kerbal Space Program. Ja, kleines Geld, ne? Indie-Titel, und ihr entwickelt Raketen, um es damit zu schaffen, ins All zu schaffen. Ist alles ganz, ganz toll, ist wirklich mega coole Idee, also hinter diesem Spiel. Und das macht auch Spaß am PC. Ja, auf der Konsole, sehr, sehr buggy, wirklich ganz, ganz schade. Ein ganz tolles Game, aber halt buggy. Und das haben sich halt auch die Entwickler gedacht und haben gesagt, Mensch, vielleicht haben wir die falschen Leute dran sitzen an dem Kerbal Space Program und haben das Entwicklerteam ausgetauscht auf der Konsole. Sie sagten, die alten Entwickler waren wohl überfordert und jetzt machen das Blitworks. Das sind die Jungs, die auch Amnesia und Olli Olli gemacht haben. Also sprich, Konsolenerfahrung haben die Jungs auf alle Fälle. Mal gucken, ob die das Kerbal Space Program dann Richtung Weltraum schicken können, sodass das Ganze auch auf der Konsole ein wenig mehr Spaß bereitet. Ja, und hatten wir eben gerade mit Crash einen guten Titel, der den Beginn des Sommerlochs sozusagen markiert und uns drüber hinwegtröstet, dann haben wir auch einen Titel, der das zum Ende hin macht. Am 23.08. erscheint Lost Legacy Uncharted 4, ein Spin-Off, ein Ableger zu Uncharted 4. Nathan Drake ist im Ruhestand, also muss wer anders dran. Und wer wäre da besser geeignet als Chloe? Chloe aus Uncharted 2 und 3. Unsere kleine indische diebische Elster, ja, so können wir sie ruhig nennen. Die übernimmt jetzt die Hauptrolle in dem Spin-Off von Uncharted 4. Kommt am 23.08. raus, an ihrer Seite wird kämpfen Chloe kennen wir aus Uncharted 4, ne? Die Söldnerin, die ja auf der Seite des Bösen stand, sozusagen. Zwei sehr unterschiedliche Charaktere, die halt auch in der Story recht gut abgebildet werden sollen, aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit, was sich daraus so entwickelt. Hört sich sehr interessant an, ungefähr 10 Stunden Spielzeit werden drin sein, das Ding kostet 40 Euro. Könnte man denken, 10 Stunden Spielzeit, 40 Euro, aber ehrlich gesagt, Naughty Dog, 10 Stunden sind mehr wert als alle anderen 10 Stunden, sage ich einfach mal so. Ich glaube, das Ding wird richtig mega cool werden. Soweit ich weiß, die Leute, die einen Uncharted 4 Season Pass haben, bekommen es wohl gratis. Alle anderen müssen wohl 40 Euro für hinlegen. Aber ihr braucht kein Uncharted 4, ne? Also das ist ein Standalone, ist also ein Ableger. Kann also eigenständig gespielt werden, wie gesagt, diese 10 Stunden kommt am 23.08. Ich freue mich drauf, weil, wie gesagt, ich denke mal, es werden auf alle Fälle 10 sehr unterhaltsame Stunden werden, die einfach wahnsinnig Bock machen. Ja, dann nächste Woche in den Kinos Guardians of the Galaxy Volume 2, also der zweite Teil des Films Guardians of the Galaxy, ist ja aus dem Marvel-Universum, und aus dem Marvel-Universum kommt jetzt dann auch Telltale Games. Ja, Telltale Games hat gestern oder vorgestern bereits released den ersten Part, die erste Episode zu Guardians of the Galaxy bei Telltale. Bestimmt eine lustige, spaßige Sache, ist also zum Download ab sofort verfügbar. Ja, dann ebenfalls bereits nächste Woche kommt am 25.04. Sniper Ghost Warrior 3, und da mag ich nicht so meine Empfehlung aussprechen. Ich lasse mich selber noch überraschen, wie das Spiel werden wird. Man hat schon relativ viel von gesehen. Wer von euch Interesse daran hat, denke ich, wird sich auch schon einige Videos angesehen haben. Sniper Ghost Warrior ist ja im Gegensatz zu Sniper Elite viel, viel realistischer, viel stärkere Ballistik und so weiter und so fort. Könnte nett werden. Die Jungs haben dieses Mal ein größeres Budget zur Verfügung, konnten mehr Geld ausgeben für die Entwicklung. Die letzten Titel waren ja von den Wertungen her meist nicht so der Oberburner, waren nett, aber halt ja nett, ne? Kleine Brüder von Scheiße, wir wissen das. Und wie es da bei Sniper Ghost Warrior 3 sein wird, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wenn ihr vorbestellt, erhaltet ihr natürlich den Season Pass inklusive. Das ist natürlich ein tolles Ding. Aber wie werden die Season Pass Inhalte sein, ne? Werden die sich überhaupt lohnen? Ne? Ich denke da nur zum Beispiel an Rise of the Tomb Raider. Das war der schlechteste Season Pass, den ich mir je gekauft habe. Fand ich wirklich, was ich als Gegenwert bekommen habe, hätte ich auch definitiv drauf verzichten können. Der Baba Yaga DLC, okay, war nett, aber
so richtig, wirklich. Es hat eigentlich umgehauen, es war ein bisschen überflüssig und jetzt hier halt bei Sniper Ghost Warrior, keine Ahnung, ob es sich da lohnt, wirklich das Risiko des Vorbestellens einzugehen, bevor man halt auf die Wertungen der Fachpresse, wartet, was die denn dazu so sagen. Ja Leute, und das war's, damit sind wir durch, ne? Das waren die News zur PS4 diese Woche. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich wünsche euch eine wunderbare Restwoche und ich hoffe natürlich, dass ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, lasst die Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich immer drüber. Ist auch wirklich ganz, ganz wichtig, Interaktion der Zuschauer hilft dem Video auch immer im Ranking auf jeden Fall. Abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen, weil auch das ist natürlich eine gute Sache, dann verpasst ihr hier kein neues Video mehr. Und ich sage bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.